Anführungsstrichen in der A-Mannschaft, dass man sich qualifiziert hat, dass man auch Platzierungen erreicht hat bei EM und WM. Ja, und jetzt sind sie eine Nation, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. So wie die deutsche Mannschaft natürlich auch. Das sind die 18 Nominierten, Maria Michel. Können. Deswegen brauchst du einen vollen Kader, damit du das tun kannst, um dich auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Andreas Wolf wird beginnen. Die Augen gehen immer zu ihm, aber es liegt diesmal nicht nur von Kai Häfner. Die Portugiesen auch eine offensive Variante wählen gegen die deutsche Mannschaft. Köster, Stürmer Foul. Das wird kein Dauerzustand sein, weil Kastling brauchen wir im Konterspiel. Schön lange dabei, ist er schon eine Weile dabei. Aber er ist trotzdem erst 23 Jahre alt und das als Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Kastening, das ist eine seiner Stärken. Eingeleitet von Christoph. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber er wird Lösung finden. Parade. Ja? Ja, die Faust, das ist schön. In so einem Spiel auch reinzukommen mit einem Ball, den du halten. Christoph Steinert, der übrigens bei der möglichen Qualifikation für die Olympischen Spiele eine ganz bedeutende, einen defensiven Part, aber auch vorne wichtig, Goller. Das ist klar, da sind die Fans besonders laut, bei ihrem Mann hier von der... damals genau nach Polen gefahren, die Titel zu gewinnen. Und momentan muss man auch sagen, was die EM angeht, keiner kann von dieser Mannschaft erwarten, dass sie Europameister wird. Keiner kann sagen, ihr habt den Druck der Favoriten. Aber ins 1 gegen 1 auf die andere Seite wechseln kann, wenn er sich überragender Spieler. Quasi um die Achse auch noch dreht. Das auch noch. Blitzschnell, ja. Spin-Move, genau, alles dabei. Ja, Nick von Nick Sack. Häfner. Ja, erste gute Parade jetzt auch mal. Ja, erster gute Eindruck der Defensive ist erstmal ein bisschen weg, Mertel. Yes. Mega lang gewartet. Der Links. Nächster Block von Köster. Stark. Und Juri Knorr. 7-4. Viele super Dokus aktuell in der ARD-Mediathek. Der besondere Hinweis gilt der von Christoph Nahr über Franz Beckenbauer, der Legende des deutschen Fußballs. Keine Frage. Weltmeister, Spieler, Trainer, WM-Organisator, ein Weltstar, der Kaiser eben und diese Dokumentation Beckenbauer. Auch darum geht es in dieser Dokumentation. Juri Knorr! Oh, hat der eine Dynamik? Habe ich das richtig gesehen? Ball rechts, Ball links, Ball rechts und Tor. So schnell kann man es gar nicht aussprechen. Du bekommst es aber nochmal geliefert hier. Ja! Martins. Schön auf Außen zu Kastening. Der macht die Beheber. Zum 9-5. Die halt häufig im Spiel 7 gegen 6 agiert. Ei. Würfe. Ja. Absolut, aber wie er das Ding hinschnickt, aber wie Goller in Herausforderung besonderer Art dann im Auftaktspiel gegen die Schweiz werden. Und das auch da zu dem Juri Knorr gesehen. Überragender Tempospieler, guter Abwehrspieler, Hesse in Nur natürlich auch besonders gelernt hat, als Jugendspieler ja ausgebildet, zumindest zeitweise in Spanien. Und da wird so etwas besonders gelehrt. So, Bandi. Mertens. Eingesetzt von Köster. Ausgangspunkt ist der linke Fuß. Keeper. Und am Klang hat man auch gehört, dass da ein bisschen was dahinter war. Also es war jetzt keine leichte. Goli ist jemand, den du wirklich immer anspielen kannst. Und gerade in der Überzahlsituation entstehen diese Räume, wo du den Ball einfach fallen lassen musst oder reinspielen musst für Goli.
wieder ein überragender Pass. Die ging zu Juri Knorr für diesen Pass. Das sieht alles so easy aus. Steht da in der Luft, spielt das Ding einfach rüber. Perfekter Pass, alles ist frei. Ja. Luis Frecken in dieser Mannschaft, einfach um reinzukommen in das Spiel. Es ist nicht immer das Gleiche, ob du Bundesliga oder Nationalmannschaft spielst. Häfner. So, und kaum ist die Überzahl wieder da, ist Kohlbacher auch wieder auf dem Feld. Deutschen Mannschaft. Halb rechts von Hannover Burgdorf. Und Halle auch. Das ist bewusst auch die Position gewählt, um seine Stärke im 1 gegen 1. Und Dominik, ich wollte dich eigentlich gleich ganz was anderes fragen, auch wenn es den Gegenteil wird. Wir brauchen ja zwei Streichresultate. Dann funktioniert die auch noch. Da kannst du ja nur Vertrauen aufbauen. Und dementsprechend, ja, Gratulation. Und jetzt haben wir noch einen dabei. Trainer Suschins von Hannover Burgdorf. Köster auf links zu. Und selbst bei dem Winkel hat er noch kurz gezögert. Schön in Szene gesetzt natürlich auch von Köster. Das war Arm ist oben, Zeit spielt rot. Gutes Anspiel von Uschins. Auf Knochen. Häfner ist eher ein bisschen defensiver, aber Uschins ist schon so schnell auf den Beinen, dass er auch vorne agieren kann. Steht schon, wird auch gleich kommen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der gleich die Jacke ausziehen wird. Kann man auch vertreten. Mein. Was da beginnt mit Hanne. Ja, Hanne im Super 1-1. Ja, zieht an. Ja. Und die Koffer. Großartig. Die Leute von den Sitzen reißen kann, das haben wir im DHB-Pokal. Portugiesen, auch eine ganz interessante Vita, sich sehr lange auch mit dem Frauenhandball beschäftigt auf dem afrikanischen Kontinent, war auch Afrikameister mit den tunesischen Frauen. Auf Sieg spielen. 7 Meter. Europa, wie gesagt, ganz schon erwähnt in den Check-It. Macht das nicht zufällig. Gegen David Späth. Bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Hause, die mussten. Den holt er sich und macht da rein. Und der Bundestrainer scheinbar schon, ja, viel mehr erkannt hat als vielleicht ich. Nazaré. Oh. Auszeit. Wir sind gespannt. Ja. War für mich. Arm der Schiris bleibt noch unten. Zeit spielt rot noch nicht. Knorr. Ja. Uschins. Den macht er. Aber jetzt ist der Arm oben. Nazaré. Gut, Wolf. So, Basisspiel am Samstag zu gehen, und das hat die deutsche Mannschaft gemacht. Sie hat in der Crunch-Time die Parade von Wolf. Wir hatten, nicht unterbrochen und tickt jetzt in Richtung einem Sieg der deutschen Mannschaft im vorletzten Testspiel vor der EM. 34-33.